Das ist mein erster Vlog in diese Richtung und deswegen muss ich mal schauen, wie die Qualität so wird. Ja, und das war's jetzt erstmal für den ersten kleinen Vlog. Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Baustellenvlog. Hier habe ich einen Rahmen in der Hand, einen Holzrahmen für die Trennwand, die ich euch ja gezeigt hatte. Der Balken hier, der Rahmen hier ist 6 auf 8 cm. Für diese Wand nehme ich etwas dickere Rahmen, weil da ja auch die Tür reinkommt und dann soll da schon ein bisschen was Stabiles sein. Für die Wandverkleidung habe ich zum Beispiel genommen 4 auf 6 cm Rahmen. Das reicht dann, dass ich auch nicht zu weit von der Wand ja wegkomme. Die Unterkonstruktion der Hauptabschlusswand ist dann jetzt auch mal fertiggestellt. Hier, wie gesagt, die etwas dickeren Balkenrahmen, hier vorne die Tür. Ich habe sie nochmal geändert in den Maßen. Normal, sage ich mal, die Zimmertüren haben so 86er, also 86 cm Innenmaß. Ich bin jetzt auf 73,5 gegangen, wie so bei Toilettentüren und so weiter. Das sind die etwas kleinere Türen, weil die Tür soll nach außen aufgehen, dass hier halt dann nicht so viel Platz weggenommen wird. Dass die kleine Kommode hier, die muss weg, das ist ganz klar. Aber dass die nach außen aufgehen kann und dann nimmt die nicht so viel Platz weg, anstatt wenn das dann halt eine 86 cm Tür wäre, die dann halt bis hier rüber gehen würde, wenn sie dann nach außen aufgeht. Ja, sie muss nach außen aufgehen, weil ich hier ja dann hier oben die Abkofferung machen muss von den Rohren. Und egal, ob ich es jetzt hier nur abkoffere oder halt bis zur Wand abkoffere, so werde ich es nämlich auch tun, dann kann die Tür natürlich nicht nach innen aufgehen, sonst wäre die Tür ja hier so flach. Dann müsste ich die komplette Tür abschneiden und dann hätte ich auch Probleme beim Durchgehen. Und der weitere Nachteil ist ja, der Griff wäre ganz weit unten. Das ist wirklich nicht so schön. Und deswegen habe ich mich so entschieden, die Tür hier, wie gesagt, ein bisschen kleiner zu machen. Ihr seht noch, vielleicht noch hier das alte Maß. Das ging von hier bis hier drüben. Ich habe es auch ein bisschen weiter rüber gesetzt. Jetzt das neue Maß ist von hier bis hier dann jetzt. Ein kleines Detail wollte ich euch noch zeigen. Ich habe hier Klötze zwischen dem oberen Balken und der eigentlichen Decke nochmal dazwischen gelegt, dass ich halt jetzt im Nachhinein auch noch Stromkabel durchziehen kann für meine Beleuchtung und dann nicht Probleme bekomme und hier nochmal extra ein Loch dann irgendwie durchbohren muss oder so durch den Balken. Da habe ich aufgepasst, dass es dann halt einfacher ist, da noch Stromleitungen durchzuziehen. Ja, wenn ihr natürlich weiterhin Ideen oder Tipps für mich habt, da wäre ich natürlich dankbar, wenn ihr diese unten in die Kommentare schreibt. Und um keinen weiteren Vlog irgendwie auch zu verpassen, abonniert am besten gleich den Kanal, Glocke und so weiter natürlich auch noch aktivieren, wenn ihr das erste Mal hier auf meinem Kanal seid. Es ist ja auch eine neue Art von Video. Ich bin sehr gespannt, wie das so ankommt bei euch. Schreibt, wie gesagt, alles, was ihr so für mich an Kommentare habt, unten rein und dann werde ich natürlich auch darauf antworten. Eine erste Frage möchte ich schon gleich mal beantworten. Die kam von Janos. Der hatte gefragt, ob ich mir vorher Gedanken gemacht habe, welche Perspektiven ich genau darstellen will. Ich habe ja erzählt, das ist meine erste Perspektive hier. Die habe ich mir natürlich jetzt schon überlegt gehabt. Zweite Perspektive ist auf jeden Fall hier so einen kleinen halt auch Schreibtisch oder halt irgendwie was, eine Ablage hinzustellen. Ich habe mir da sogar was vorgestellt, dass ich hier, wie jetzt hier auch, nur ein bisschen schöner zwei Böcke mit einer Platte drauf, eine Bambusplatte oder irgendwas, die ich dann ganz schnell auch wegräumen kann und dann halt auch zu sagen, ich setze hier mir zwei Cocktailsessel hin für ein Interview oder was, wenn mal ein YouTube-Kollege irgendwie zu Besuch ist. Und er hat gemeint, ob ich halt Tiefenunschärfe hinbekomme. Die dritte Perspektive, ich stelle mich mal so hin, die wäre dann jetzt hier, direkt hier vorne, sage ich mal, würde ich dann stehen und hinten dran hätte ich dann ja auf jeden Fall genug Luft und dann bin ich hier, ich zeige euch nochmal die andere Seite, wäre ich dann hier mit der Kamera genau in der Ecke. Deswegen habe ich hier die Tür nämlich ein bisschen versetzt, dass ich die Kamera hier in die Ecke hängen kann. Und dann kann ich relativ nah stehen und dann halt auch ein bisschen Tiefenunschärfe-Effekt, ein schwieriges Wort, Tiefenunschärfe-Effekt halt darstellen kann. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Je nachdem, was ich halt auch an Objektiv nutze.
Die nächsten Tage werde ich jetzt verstärkt natürlich an der Abkofferung hier arbeiten. Die neue Dämmung ist bestellt für die Heizungsrohre. Die müsste jetzt auch die nächsten Tage kommen. Und dann des Weiteren halt die Stromversorgung für das ganze Licht in der Decke muss ich noch ziehen. Da habe ich mir jetzt auch mal Gedanken gemacht, wie ich das umsetzen will. Da will ich noch nicht zu viel verraten. Es sollen ja noch mehr Vlogs kommen, damit ihr halt auch dranbleibt natürlich und hier die Neugier bei euch bestehen bleibt, wie ich Beleuchtung hier vorhabe in der Decke. Jetzt direkt werde ich erst einmal ein bisschen aufräumen. Wer mich da so ein bisschen näher kennt, egal ob von YouTube oder vom Handwerk, ich mag es nicht, wenn ich bergsteigen muss. Ich sage es immer, bergsteigen, es muss. Auch die Baustelle muss sauber sein und das werde ich jetzt als erstes tun. Ich werde aufräumen. Es ist sowieso ein Sonntag heute. Da kann ich eh nicht viel machen mit Schneiden und Bohren und so weiter. Da bedanken sich die Nachbarn. Aber so ein bisschen aufräumen, das geht heute mal. Nach dem Aufräumen ist vor dem Aufräumen. Aber so lässt sich doch gleich wieder besser arbeiten. So schön alles mal wieder ein bisschen sauber gemacht. Und man muss nicht, wie gesagt, bergsteigen oder halt hier überall im Dreck rumknien. Und auch hier sind jetzt die kompletten Rohrleitungen jetzt freigelegt. Das habe ich natürlich noch vorher gemacht, dass der Dreck, der dann halt da runter bröselt, halt gleich mit weg war. Und dann kann jetzt die Dämmung kommen und ich kann dann die Woche mal die Rohre neu verkleiden. Meine Heizungsrohrleitungsisolierung, die neue, ist endlich angekommen. Ihr seht hier 1 Meter Stücke, die kann man perfekt verarbeiten, finde ich zumindest. Ja, ich habe mich bewaffnet natürlich mit Atemschutz, ist ja im Moment überall zu bekommen, Handschuhe und natürlich auch zum Schneiden ein großes Messer. Man könnte fast sagen, das könnte hier ein Unboxing-Messer werden. Aber schauen wir mal, was da noch so passiert. Natürlich auch Klebeband, weil wir haben natürlich längere Stücke wie 1 Meter Stücke zu verbinden. Und dann kann man hier an der kurzen Seite natürlich auch noch mit diesem speziellen Alu-Klebeband dann noch isolieren. Also ein kleiner Tipp meiner Seite, das Band, das pappt und klebt wie die Sau. Also das ist wirklich sehr, sehr klebrig. Man sollte auch hier beim Abziehen darauf achten, dass man nicht sich Streifen komplett hier abschneidet und dann das weiße Band abzieht, weil dann kriselt sich das silberne Band und ihr könnt es gerade wegschmeißen. Also da vor würde ich warnen. Macht es immer so wie ich, lasst das Weiße dran, klebt es dann an die Isolierung und dann reißt ihr erst das Silberne ab. Das lässt sich wirklich sehr, sehr gut reißen. Ich zeige es euch mal, das kann man gerade mit der Hand abreißen, ihr seht. Und das pappt hier wie die Sau. Also schön aufpassen, weil so günstig ist das silberne Klebeband hier auch nicht. Ja, die ersten Rohrleitungen sind jetzt verkleidet. Ihr seht es hier, es fehlt natürlich noch hier die Stöße. Die werden mit dem Klebeband verklebt, welches ich euch gezeigt habe. Aber ganz cool ist eigentlich hier dann das doppelseitige Klebeband, was vorher hier abgezogen wird, also der Schutz abgezogen wird und dann kann es zusammengeklebt werden. Man kann es schön beiziehen, also es wird sehr schön eng und wird schön abgedichtet. Ja, so, nochmal ein Fortschritt zum Zeigen. Hier die Decke ist schon mal geschlossen. Hier natürlich die Heizungsleitung, jetzt der Kasten noch nicht. Aber die Hauptdecke ist mal geschlossen. Ich habe hier schon die Stromkabel rausgezogen. Da seht ihr einmal 4 Stromkabel hier für Licht und einmal der in der Mitte ist dann für eine Steckdose. Soll das sein für die Top-Down-Perspektive meiner Kamera. Die kann ich nämlich mit einem Akku-Dummy direkt an den Strom anschließen und dann ist mir jetzt so die Idee gekommen, halt hier oben dann mal eine Steckdose an die Decke zu montieren. Macht man auch nicht so häufig, aber ich habe gedacht, das wäre eine gute Idee. Da hinten, ich weiß gar nicht, ob ich schon gesagt habe, da kommt eine Lampe hin von Philips. Philips U-Lampe, so ein Ring ist das, der dann auch per App gesteuert werden kann. Und hier auf der linken Seite für mich immer noch der Favorite-Hintergrund, halt hier mit der Backsteinwand. Hier langsam beginnt die Verkleidung hier Formen anzunehmen. Ihr seht, bis hierhin habe ich dann jetzt die Rigipsplatten schon dran gemacht. Hier fehlt noch ein Stück jetzt USB-Platten, muss jetzt aber leider aufhören. Aber das macht gar nichts, da geht dann das nächste Mal weiter.
Ja, was gibt es noch Neues zu verkünden? Ich habe natürlich überall Steckdosen und Netzwerk. Ich habe Steckdosen und Netzwerk hier geteilt, weil halt ich nicht weiß, ob bei dem Steckdosenprogramm, also hier der Rahmen, der außenrum kommt, auch Netzwerkdosen dann gibt. Aber dann kann ich das jetzt so einzeln setzen und dann hat das halt den Vorteil, wenn das dann ein bisschen anders aussieht für die Netzwerkdose, ist nicht so schlimm. Ja, das Fenster hier, das muss ich noch einsetzen, habe ich aber schon da und hier kommt auch noch Verkleidung natürlich hin. Und ja, hier vorne hat sich an der Wand hier noch gar nichts getan. Aber das ist auch nicht weiter schlimm. Schauen wir, ich habe jetzt bald Urlaub, da werde ich noch mal ein bisschen Material dazu kaufen und dann geht's hier dann auch weiter. So, ein weiterer Fortschritt hier. Ihr seht, ich habe die ganzen Riegelflatten, die ich zumindest schon dran habe, hier an dieser Wand fehlen noch welche. Habe ich alle zweimal verspachtelt. Aber halt nicht einfach nur zweimal drüber gespachtelt, sondern erstmal einmal vorgespachtelt, antrocknen gelassen, abgekratzt dann natürlich und dann mit einem Gewebeband und Glasfaserband halt die Stöße, ihr könnt es vielleicht noch erkennen, die Stöße verspachtelt, weil das ja alles sichtbar bleibt. Es wird ja nur gestrichen, sonst würde mir dann die Fugen dann irgendwann vielleicht aufreißen und dann halt in die Farbe hält das natürlich auch nicht. Ja, es geht langsam voran, wie gesagt, und hier, das ist jetzt mal so mein nächster Fortschritt. Nächstes Update, ich bin am Tapezieren von so Glasfasertapeten. Die mache ich nochmal als Untergrund hier auf die Wand. Ihr seht, die Wand ist jetzt schon tapeziert und hier noch ein Stück bis fast zum Fenster ist schon tapeziert. Man kann es kaum erkennen, dass da was drauf ist. Das Vlies soll dann quasi verhindern, dass irgendwelche Bruchstellen zu erkennen sind, wenn unten drunter mal nicht ganz so sauber gespachtelt worden ist. Ich bin ja kein Profi, der hier Maler oder Verputzer gelernt hat, aber ich habe mir alle Mühe gegeben. Also ihr seht hier oben auch alles schön verputzt und geschliffen. Aber ich mache da überall nochmal so ein Malervlies drüber und dann wird endlich gestrichen. Das freut mich jetzt, dass das hier endlich weitergeht und doch Züge annimmt langsam. Ihr seht, ich habe auch überall schon die Hohlraumdosen gesetzt, dass die schon mal dann ihren Platz haben. Hier überall sind schon ein paar, die ich gemacht habe, aber lieber zu viel oder wie ein bekannter YouTuber und Kollege, geschätzter Kollege immer sagt, besser haben wie brauchen. Bevor ich den Teppich noch lege, muss natürlich hier die Steinwand noch gestrichen werden, sowie hinter dem Fenster noch die Verleibung, die muss auch noch weiß gestrichen werden, weil so sehen die zwei Sachen zwar schon recht hübsch aus, aber halt noch nicht so, wie ich es möchte. Da fange ich jetzt mal noch an, bevor natürlich der Teppich reinkommt, wäre ja Blödsinn, wenn ich den nochmal abdecken musste oder sogar was dann halt auf den Teppich tropfen würde. So, dass nichts mehr hier unten reintropft, habe ich hier natürlich ein bisschen das ausgelegt und man sollte nicht so viel Farbe auf den Pinsel zuerst nehmen. Einfach mal gucken, wie das Ganze dann so saugt. Aber ihr könnt schon sehen hier, das sieht dann wesentlich besser aus, wenn das alles weiß ist. Ein bisschen reintupfen muss man das Ganze natürlich, weil die Steinwand ja nicht glatt ist. Deswegen ein Pinsel mit schönen Borsten, mit längeren Borsten dran, dann geht das richtig gut. Ja, das dauert jetzt ein bisschen. Ich mache das mal und dann zeige ich euch natürlich gleich dann das Endergebnis. So, die Wand ist fertig gestrichen und sagen wir, wie es war. Es war scheiße zu streichen. Ja, die ganzen Fugen, sandig, ich habe es nochmal abgesaugt und so weiter. Die Fugen, bis die Farbe da richtig drin war. Also ich möchte natürlich nicht überall Farbe haben, da wo so halt Löcher sind, wo kein Putz mehr oder kein Kleber, kein Steinkleber drin ist. Das bleibt natürlich dunkel. Aber so das Gros wollte ich natürlich schon weiß haben, dass das dann natürlich später auch cool aussieht. Ja, und jetzt bin ich gespannt, wie das dann, wenn die LED-Streifen hier, da runter sind und da oben sind und so weiter. Ihr werdet das dann alles sehen, sobald das fertig ist natürlich. Ich halte euch auf dem Laufenden. Folgt auch gerne hier auf Social Media. Da veröffentliche ich auch immer mal an das ein oder andere von dieser Baustelle hier. Aber wie gesagt, ich bin in den letzten Zügen jetzt noch das Fenster kurz streichen, die Leibung und dann kann man den Boden legen. Ja, jetzt habt ihr die ganzen Fortschritte mal gesehen. Das ging jetzt über eine längere Zeit, aber man hat natürlich noch andere Verpflichtungen. Ja, Familie, Haus, ja, ich wollte euch natürlich auch weiterhin mit YouTube-Videos versorgen.
Aber hier, ich kann euch versprechen, geht es jetzt Schlag auf Schlag weiter. Der jetzige Stand fassen wir nochmal zusammen. Also alle Wände sind beplankt, alle Wände sind tapeziert, alle Wände sind gestrichen, auch die Decke. Hier schon mal ein bisschen Notbeleuchtung oder so die erste Beleuchtung ist installiert. Hier für meine ja doch oft erwähnte Steinwand habe ich sogar einen kleinen Sponsor an Land gezogen. Die Firma Gubi hat mir hier LED-Streifen gesponsert und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür. Ihr findet diese LED-Streifen und andere Dinge natürlich unten in der Videobeschreibung verlinkt. Jetzt geht es daran aufzuräumen, dann wird der Boden hier mal ein bisschen abgeschliffen, dann kommt der Boden rein. Ich habe mich für Teppich entschieden. Warum sage ich das so? Es ist nicht die beste Entscheidung für einen Kellerraum, wo dann doch ein bisschen, ja, ich sag mal, ein bisschen Restfeuchte vielleicht drin ist. Aber ich versuche es. Ich habe eine Dampfsperre, die vorher noch reingelegt wird. Und dann versuche ich das Ganze so weit auch mit meinem Fenster, mit der Luftfeuchtigkeit hier in den Griff zu bekommen. Natürlich muss ich immer schauen, ich tue den immer dann mal ein bisschen anheben, den Teppich, ob da unten was passiert. So Schimmel ist halt natürlich nicht wirklich toll, aber ich möchte gern Teppich hier drin haben, weil ihr hört es, es ist doch schon recht hallig hier in diesem Raum. Dann hat ein Teppich dann doch nochmal eine dämpfende Eigenschaft und ich hoffe, das ganze Video hat es euch gefallen und es hat natürlich etwas gedauert. Sorry nochmal dafür. Aber wie erwähnt, es gibt halt noch andere Dinge, die man machen muss. Aber es wird jetzt immer schneller weitergehen. Die Tür habe ich da, den Teppich habe ich schon da, die dazugehörigen Materialien habe ich da. Und wenn das alles soweit ist, dann kommen auch irgendwann noch hier hinten die Steckdosen. Das wird alles am Anfang jetzt noch ein bisschen provisorisch sein. Ich brauche dann noch natürlich einen Elektriker, weil das kann ich vielleicht zwar alles noch machen, aber ich darf es nicht machen. Versicherungstechnisch muss das ein Elektriker machen, aber das ist dann natürlich auch wieder das Gute. Man hat in seinem Freundeskreis doch auch Bekannte, die einem helfen, die dann auch Elektriker sind. Also wenn du es hörst, fühl dich ruhig angesprochen, ich rufe dich bald an und dann kannst du mir hier ein bisschen helfen. Ja, das war's für das zweite Baustellen-Vlog-Video. Ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne mal einen Kommentar, ein Like da. Und um keine weiteren Videos auch über dieses Studio, wie ich einziehe, wie ich es einrichte, nicht zu verpassen, dann abonniert gerne diesen Kanal. Und dann bleibt nur noch zu sagen, bis zum nächsten Video. Ciao!